Willkommen zurück bei Galileo aus Las Vegas, genauer gesagt aus dem Venedig von Las Vegas. Denn hier kann man sich tatsächlich auf einem nachgebauten Canal Grande von einem Gondoliere durch die Gegend schippern lassen. Dieser hier ist schon ziemlich cool, aber es geht natürlich trotzdem nicht über das Original. Und deswegen zeigen wir Ihnen jetzt, auf welche fünf Dinge die echten Gondoliere von Venedig auf gar keinen Fall verzichten können. Was wohl die persönlichen High Five von Andrea Rizzo sind? Andrea ist Gondoliere in Venedig und das schon seit mehr als 20 Jahren. Diesen heiß begehrten Job zu ergattern ist gar nicht so einfach. Gerade mal eine Frau hat es bisher geschafft. Eine echte Männerdomäne, typisch Italien eben. Auch Andrea hat lange warten müssen, bis er endlich durch Venedigs Wasserstraßen rudern durfte. Gondoliere zu werden war immer mein Traum. Hier in Venedig ist das einfach der Beruf schlechthin. Vor allem, wenn jemand seine Stadt so sehr liebt wie ich. Ich liebe Venedig und ich liebe das Gondelfahren. Andrea ist also genau der Richtige für uns. Er zeigt uns, welche fünf Dinge für einen Gondoliere unersetzlich sind. Und hier kommt sein erstes High Five. Die Forcola. Die hölzerne Rudergabel ist das Herzstück einer venezianischen Gondel. Von der Form her sieht sie ein bisschen aus wie ein abstraktes Kunstwerk. Ihre Bedeutung für die Arbeit auf dem Wasser ist aber keinesfalls zu unterschätzen. Die Forcola ist ein sehr individuelles Stück. Jede Rudergabel ist ganz genau auf den Fahrer abgestimmt, je nachdem, welche Statur er hat. Und je nachdem, wie er Ruder und Rudergabel einsetzt. Es kommt viel auf den Fahrstil an. Die Forcola ist das persönlichste Stück jeder Gondel. Im kommenden Jahr will Andrea sich eine neue Rudergabel gönnen. Mit einem befreundeten Handwerker bespricht er, wie diese aussehen könnte. Franco Furlanetto ist preisgekrönter Gabelschnitzer. Eines seiner Stücke steht sogar im Museum of Modern Art in New York. Wie ein Schneider muss er die Maße seiner Kunden genau kennen. Je nach Größe und Fahrstil passt er die Rudergabel in Höhe und Form an. Die Forcola ist auf den Gondoliere abgestimmt, wie ein Fahrrad auf seinen Fahrer. Schließlich ist er tagelang nur auf dem Wasser. Da muss er so entspannt wie möglich damit rudern können. Für seine Rudergabeln verwendet der Handwerker am liebsten Nussholz, aber auch Kirsche oder Ahorn. Wichtig ist, dass es ein festes Holz ist, das sich präzise bearbeiten lässt. Kostenpunkt für eine Forcola? 800 Euro aufwärts. Klar, dass die Ansprüche dementsprechend hoch sind. Die Gabel hat sich genau wie die Gondel über die Jahre weiterentwickelt. Die Gondel war früher symmetrisch. Heute hat sie zwei unterschiedliche Seiten. Sie neigt sich auf eine Seite. Das muss durch die Rudergabel kompensiert werden. Asymmetrisch? Fällt auf den ersten Blick kaum auf. Und warum das Ganze? Ganz einfach. Dadurch wird das Gewicht des Gondoliere ausgeglichen. Der steht nämlich nicht in der Mitte, sondern auf der hinteren linken Seite seines Bootes. Dank der Asymmetrie und der angepassten Rudergabel bleibt die Gondel trotz der Gewichtsverlagerung gerade im Wasser liegen. Die Gondel ist 10 Meter lang und wiegt schon so zwischen 400 und 500 Kilo. Umso wichtiger, dass der Gondoliere sie gut im Griff hat. Die Rudergabel kommt dabei einer Gangschaltung beim Auto gleich. Je nachdem, wie Andrea sein Ruder und sein Körpergewicht einsetzt, kann er die Gondel in verschiedene Richtungen lenken und das Tempo variieren. Gar nicht so einfach. Und wie lernt man das Gondelfahren? Die Antwort darauf führt uns zu dem zweiten High Five. Denn nur wer dieses Büchlein besitzt, darf offiziell als Gondoliere in Venedig arbeiten. Diese Lizenz bekommt man erst, wenn man schon viele Jahre als Gondelfahrer gearbeitet hat. Erst als Azubi, dann als Aushilfe. In der Zeit muss man möglichst viele Punkte sammeln. Immer pünktlich und nett sein. Sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Die Ausbildung zum Gondoliere dauert viele Jahre. Die Theorie lernen die jungen Fahrer in der Schule. Zum Beispiel auch Englisch für die Touristen. Die Praxis muss sich jeder selbst aneignen. Los geht's erstmal als sogenannter Traghetto. Die Neulinge dürfen noch keine längeren Fahrten anbieten, sondern nur Passagiere von der einen auf die andere Seite des Canal Grande übersetzen. Auf die eigene Lizenz kann man lange warten, denn es gibt eine begrenzte, genau festgelegte Anzahl. Nur wenn ein Gondoliere in den Ruhestand geht, kann ein neuer nachrücken. Kein Wunder also, dass die Plätze so begehrt sind. Andrea hat seine Lizenz erst nach 20 Jahren bekommen. Die Lizenz muss der Gondoliere dann immer bei sich haben, wie einen Führerschein. Denn ab und zu kontrolliert die Polizei schon. Und wenn man die Lizenz dann nicht dabei hat, bekommt man eine Geldstrafe. Eben wie beim Autofahren. Wer eine Lizenz hat, kann damit richtig gut Geld verdienen. 80 Euro tagsüber, 100 Euro am Abend für 35 Minuten Fahrt. Die Preise sind seit ein paar Jahren von der Gemeinde vorgeschrieben und müssen auf jeder Gondel gut sichtbar platziert sein. Denn es gab Fälle, da haben die Gondoliere die Kunden übers Ohr gehauen. Und das schadet unserem Image. Zum Image gehört auch das dritte High Five des Italieners. Seine charmante und vor allem markante Uniform. Was ein Gondoliere tragen darf, ist offiziell festgelegt. Dunkle Schuhe, dunkle lange Hose und natürlich ein Oberteil mit horizontalen Streifen. Sogar die Breite dieser Streifen ist vorgegeben. Früher war das egal. Da haben die Gondoliere ganz unterschiedlich breite Streifen getragen. Aber seit ein paar Jahren ist festgelegt, dass sie nur 2 bis 3 Zentimeter breit sein dürfen. Andrea trägt immer Rot. Er will sich von der Masse abheben. Denn die meisten seiner Kollegen haben eine blaue Uniform an. Gibt es denn auch noch andere Farben? Früher waren eigentlich alle Farben erlaubt. Die Familienfarben von diesem Haus sind zum Beispiel grün und gelb. Also hätte der Gondoliere aus der Familie gelb-grüne Streifen getragen. Heute sind nur noch Rot und Blau erlaubt. Alles vom Verein der Gondoliere vorgeschrieben. Das Stadtbild soll einheitlich sein und der erste Eindruck zählt. Damit der stimmt, braucht Andrea das vierte High Five. Dieses Tuch. Damit und nur damit bringt Andrea seine Gondel zum Strahlen. Für uns sieht das aus wie ein gewöhnlicher Lappen, oder? Ursprünglich haben wir immer mit Hirschleder geputzt. Heute ist der Lappen aus synthetischen Fasern. Einfach aus ethischen Gründen. Wenn er nass ist, reinigt er die Gondel von Salzwasser. Ausgewrungen kann ich sie damit trocknen und polieren. Und wir benutzen zum Saubermachen nur Süßwasser. Das Salzwasser der Lagune ist nicht gut für die Gondel. Kein scharfes Putzmittel, kein Pflegeöl. Ausschließlich Frischwasser und das weiche Tuch. Sonst darf nichts an die Gondel. Alles andere könnte dem schwarzen Lack schaden. Die meisten Gondoliere sparen lange, bis sie sich eine eigene Gondel leisten können. Die einfachste Variante kostet bereits 30.000 Euro. Deshalb kümmert sich Andrea auch besonders hingebungsvoll um seine schicke Version. Jeder muss sich selbst um seine Gondel kümmern. Ich bezeichne meine Gondel gerne als meine zweite Frau. Das ist schon sehr persönlich. Jeder ist auch selbst dafür zuständig, sie regelmäßig in die Werkstatt zu bringen. Für die Instandhaltung und die Reparaturen. Bau und Reparatur. Alles Arbeit von einheimischen Handwerkern. Wer eine Gondel gebaut hat, legt auch im Laufe ihres Lebens immer wieder Hand an. Andrea nimmt uns mit zur Werkstatt seines Vertrauens, der ältesten der Stadt. An seine Gondel lässt er nur seinen Freund Lollo. Am meisten machen wir Instandsetzungen. Zum Beispiel alle 2 Jahre die Gondel neu lackieren. Ansonsten sind es Ausbesserungsarbeiten an den Stellen, an denen die Gondel immer wieder anstößt. Also vor allem vorne und ganz hinten. Mit der richtigen Pflege hält sich das Boot über 25 Jahre. Das letzte High Five ist schon immer Teil der Gondel.
das sogenannte Ferro. Das gebogene Eisenteil an der Spitze ist unverzichtbarer Bestandteil. Das Markenzeichen der Gondeln sozusagen. Die geschwungene Form ist im Verlauf des Canal Grande nachempfunden. Die gebogene Aussparung ganz oben symbolisiert die berühmte Rialto-Brücke. Und was hat es mit den einzelnen Zacken auf sich? Der Teil steht für den Dogen, das ehemalige Oberhaupt von Venedig. Die Zacken hier vorne stehen für die 6 venezianischen Inseln. Und dieser hier für die vorgelagerte Insel Giudecca. Für alle, die noch nicht in Venedig waren, hier der Überblick. Die schwimmende Lagunenstadt besteht aus 6 Stadtbezirken und der davorliegenden Insel Giudecca. Auf der wohnt zum Beispiel auch Andrea. Denn das Leben in der schwimmenden Stadt selbst kann sich kaum jemand mehr leisten. Auch ein Gondoliere nicht.